Schönen guten Morgen, Schwester, danke fürs Lobpreis. Und ich möchte gleich mit dem Gebet beginnen und auch danken, Gott danken. Danke, Vater, für diesen wunderschönen Sonntag, den du uns schenkst. Danke, dass wir hier schon dich loben dürften. Ja, und wir möchten dir weiter hier dienen, preisen, weil du der Einzige bist, der allen Lob, alle Ehre verdient. In diesem Raum, in diesem Ort. Und ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, in diesem Gottesdienst um 8 Uhr. Und sei mit uns, segne uns, führe uns, leite uns, so wie jeden Tag. In Jesu Namen. Amen. Und ihr dürft euch hinsetzen. So. Wir sehen hier, dieser Mama hinter uns, 30, ja, das sind 30 Jahre, die vielleicht nicht mitbekommen diese Woche, feiern wir 30 Jahre, die Gemeinde feiert 30 Jahre, ganz von Anfang an. Und heute ist der Tag, 7. Mai, genau heute. Und das ist mir eine Freude und Ehre, hier zu sein, zu dürfen und hier ein bisschen auch was sagen, ja, was wir als Familie auch hier schon erlebt haben. 15 Jahre sind wir jetzt hier, ja, die Hälfte von diesen 30 sind wir auch Teil des CBG und wir freuen uns sehr, weil wir hier schon vieles erlebt haben, mit Gott, mit euch. Ja. Viele von euch seid auch schon lange hier. Diese Gerichte sind uns nicht mehr fremd, ja, und wir sind wirklich eine Familie hier. Und genau, ich möchte sagen, was Gott in meinem Leben getan hat. Wunderbare Sachen, dass wir hier erlebt haben, die letzten 15 Jahre. Und es ist eine Freude, auch Teil dieser Familie zu sein. Ja, meine Frau sagt immer, ich soll immer lächeln. Ich soll Freude zeigen. Freude ist in mir, aber vielleicht Nervosität hier, kommt das nicht immer so raus, ja? Aber ich freue mich, ja? Und ich hoffe, ihr freut euch auch, hier zu sein. Und vor vielen Jahren, ja, 15 Jahre ungefähr, waren wir noch in Brasilien, da hatten wir mal über diese CBG-Gemeinde hier in München gehört, wo viele Fußballspieler von der FC Bayern hier waren, auch Mitglieder waren. Ja, wir haben die Gente do Trono, diese große Lobpreisgruppe, war auch noch hier Lobpreis auf und auch die Pastoren sehr toll waren, sehr super. Ja, und das haben wir mitbekommen in Brasilien und da sagten wir, super, sowas möchte ich auch erleben. Und da haben wir Bilder gesehen von der Evangelisation, ja, 2006, wo die WM hier in Deutschland war, wie die Gemeinde auf der Straße ging und evangelisiert und Lobpreis gemacht haben. Und es schien ein schöner Ort zu sein, eine schöne Kirche. Ja, und da wollte ich auch gerne zusammen sein. Und ja, ich habe die doppelte Staatsbürgerschaftsangehörigkeit, brasilianische und deutsche. Und dann hatte ich auch mal einen Wunsch, irgendwann mal nach Deutschland zu kommen, auch wenn das vielleicht nur für ein paar Jahre. Und ja, Deutschland kennenlernen. Meine Familie, die Vorfahren haben immer erzählt, damals früher, ja, in Deutschland, und die waren auch in Russland, ja, haben immer diese Geschichte gehört. Früher war es so schön, okay, dann will ich mal das auch erleben, ja. Und so habe ich das meiner Frau erzählt und die hat das auch gleich gesagt, okay, machen wir es. Ja, unsere Kinder waren noch klein und da sagten wir, das ist die Zeit, die richtige Zeit, wo wir das noch machen können, ohne große Schwierigkeiten. Oder Schwierigkeiten sind immer da, aber das war noch die Zeit. Und genau, so passiert es, dieser Wunsch, dieser Traum. Und da haben wir die Pastoren auch kennengelernt, die waren auch in Brasilien mal, gerade in dieser Zeit, eine Konferenz, eine Kampagne dort, wo mein Schwiegervater, der Vater von Luise, der Pastor von der Gemeinde war, und die waren dort. Dann haben wir sie noch kennengelernt und haben unseren Wunsch erzählt. Und sie sagten, ja, wir beten und wenn Gott will, dann wird er euch schon nach Deutschland führen. Ja, und wenn ihr kommt, dann seid ihr hier bei uns herzlich willkommen. Und so haben wir auch vor Gott gebracht, gebetet, Kampagne. Dort haben wir auch in Brasilien Kampagne gemacht, weil dort hat der Pastor das auch eingeführt. Und diese Gemeinde da, und da haben wir auch, jeder von uns hat 40 Tage gemacht. Und nach diesen 80 Tagen so ungefähr, dann sagten wir, okay, was will Gott? Und Gott sagte, geht. Ja, und in seinem Wort, das haben wir auch von Gott gelernt. Wenn Gott sagt, geht, dann sollen wir auch
gehen, so wie die Wolke in der Wüste, ja, wenn die Wolke sich erhob und ging, dann musste das Volk auch die Zelte einpacken und mitgehen. Und das haben wir gemacht. Wir verließen Brasilien nicht enttäuscht von Gemeinden, von Pastoren und die Gemeinde, wo wir dort besucht haben. Wir waren dort auch Leiter von Teen-Gruppe, wir waren dort auch in der Lobpreisgruppe und wir waren nicht enttäuscht von unserer Familie, ja, die haben uns gesegnet, auch wenn das schwierig für sie war, aber wir sind dann nach Deutschland umgezogen. Ein Traum. Und, aber das war nicht so einfach. Ja. Wir mussten viele Dinge zurücklassen, ja, Familie, Freunde, wir haben Sachen verkauft, wir sind, mussten unseren Lebensstil ändern, als wir hier ankamen. Wir mussten neue Menschen kennenlernen, neue Freunde finden. Das haben wir alles hier in der Gemeinde gefunden, Gott sei Dank. Und wir sind mit diesem Wunsch hergekommen und haben vor allem dieses Okay von Gott bekommen. Diese Gewissheit, dass wir nichts Falsches machen, dass wir in Gottes Weg gehen und sein Wort, seine Stimme gehört haben. Und wir sind gegangen. Ja? Und das ist, was ich heute auch möchte sagen, dass das uns sehr stark bewegt hat, dieses Wort geht. Ja? Auch das haben wir auch hier in der Gemeinde viel gehört und erfahren und wie viele Zeugnisse auch. Und als dann wir in München ankamen, das war im Juni 2008, sahen wir auch, dass die Gemeinde nicht voller FC-Fußballspieler waren. Ja? Da waren nicht immer, Gentle Throne war nicht immer da und das war keine Enttäuschung, aber wir wussten auch, dass das nicht so eine Wahrheit war. Aber wir haben erlebt, wie die Pastoren hier waren und wie sie für diese Gemeinde, für diese Kirche gelebt haben bis heute. Ihr Zeugnis, ihr Vorbild bewegt uns bis heute und wir danken für ihr Leben, ja, diese ganze Zeit, diese Jahre, die uns hier diese Gemeinde führt und dass Gott sie weiter noch leiten möchte, viele Jahre mehr. Und ja, wir haben viele andere Geschwister kennengelernt und wir freuen uns, Teil jetzt dieser Gemeinde zu sein, schon seit 15 Jahren. Und drei Punkte möchte ich ganz kurz erwähnen hier, diese Zeit, die uns mich sehr stark geprägt hat. Und erstens können wir auch schon einen Bibelverse, damit ich nicht nur von meine Wörter hier rede, aber das lesen wir. Ich möchte hier ein paar Versen Bibel, Lukas Kapitel 10. Und 1 bis 8. Und danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter auswählt, die seine Ernte einbringen. Und wir sehen uns als Familie, als gesendet, ja, von Gott und sind hier nach Deutschland gekommen. Und die Ernte in Brasilien, überall ist groß. Oder da fehlen Mitarbeiter, da fehlen Diener Gottes. Aber Gott hat uns hergeführt. Und dann lesen wir weiter. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Tasche und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Ja, als wir hier in Deutschland angekommen sind, dann hatten wir auch nicht viel Geld. Ein paar Taschen, ja, Kleider hatten wir, nicht so viele Schuhe. Unser Anfang, ja, war hier, aber Gott hat uns immer so gesegnet mit anderen Geschwistern hier. Wir haben im ersten Winter haben wir so viele Kleidung bekommen. Und das war wirklich eine Bestätigung, dass ja, Gott ist mit uns, er wird uns nicht lassen. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt, Friede sei mit euch allen. Wenn dort jemand Gottes Frieden bereitwillig annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt, bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann wird Gottes Friede ihn wieder verlassen und euch zurückkehren. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, soll auch versorgt werden, bleibt in einem Haus und wechselt eure Unterkunft nicht. Wenn ihr in eine Stadt kommt und die Leute bereitwillig aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet.
Genau, wir sind dann angekommen hier, durften einen Monat bei dem Haus von Hose und Pastor George Malise wohnen, ja. Und so wie das Wort sagt, bleibt in dem Haus und isst, was uns gegeben, ja. Und wir haben das dort diese Zeit genossen. Und gleich eine erste Wunder passiert in unserer Zeit hier. Ja, wir haben eine Wohnungssuche und weniger in einem Monat haben wir was gefunden. Ja, wir haben es auch bekommen, obwohl ich damals noch keine Arbeit hatte. Ja, und das haben wir, das war bis heute noch so schwierig gelesen, hören wir von vielen Geschwistern auch, die jetzt gerade in der Suche sind, dass es nicht einfach ist. Aber wenn Gott mit uns ist, wenn Gott uns führt und leitet, dann, so wie wir auch gesungen haben, das Unmögliche passiert. Ja. Das ist nichts ist unmöglich für Gott. Und das haben wir auch erlebt mit Gott. In Brasilien, ja, als klein aufgewachsene Kirche, Gemeinde und Familie waren immer Christen, Pastoren auch in der Familie. Und alles, was ein Kind, ein Teenager, ein Jugendlicher, ein Erwachsener in einer Gemeinde tun kann, das habe ich auch gemacht. Ja. Ich war in der Kindergottesdienst, war ich als Kind und dann später als auch Lehrer. Ich war Teenager, später war ich Teenagerleiter dort in der Gemeinde in Brasilien, Jugendleiter auch und nahm Freizeiten teil. Ja, erstmal als Teenager, Teenie, ja, erstmal um den Leiter Umordnung im Zimmer zu machen, mit anderen Freunden. Ja, und später als Leiter war ich dann an der Seite und sagte: Kinder, Jungs, bleibt in Ruhe, wollen schlafen jetzt. Ja. So verändern sich die Zeiten. Aber so ist es, wenn wir mit Gott gehen und wachsen, das ist ein Prozess. Und all diese Jahre, wo wir hier sind und uns geprägt hat, dass wir vieles ja auch in der CBG mitmachen konnten und viele Dinge gesehen haben, erlebt haben. Und ich erinnere mich auch, so viele Kampagnen haben wir schon diese 15 Jahre hier erlebt in der CBG, so wie diese letzte Woche hier, da waren so viele Wochen. Jedes Jahr haben wir eine spezielle Woche, wo wir auch immer dabei waren. Ich kann mich, wenn ich nicht falsch bin, ich mich erinnere, waren wir jeden Abend in all diesen Jahren dabei. Auch wenn die Kinder noch klein waren, auch wenn wir nur noch mit dem Fahrrad und Anhänger da waren. Und die Leute haben uns dann gefragt, na, warum macht ihr sowas? Ja, im Winter kleine Kinder, morgen ist Kindergarten, morgen ist Schule, morgen ist Arbeit, seid ihr nicht müde? Ja, natürlich wird man müde, aber was wir hier auch gelernt haben, ist, dass größer als die Müdigkeit, die normale Müdigkeit, die wir haben, ist die Kraft und Freude, die Gott uns schenkt. Ja? Gott gibt uns immer mehr als das, was wir ihm geben, also was wir denken, dass wir für ihn opfern. Ja, er gibt uns reichlich mehr. Und das haben wir auch gehört letzte Woche hier, diese Zeugnisse von allen, die Pastoren, die hier schon gedient haben oder eine CBG-Geschichte auch geschrieben haben, wie wertvoll es ist, Gott treu zu sein, wie wertvoll es ist, Gott an Gott zu vertrauen und Gott sagen, Gott, ich brauche das und er wird uns schenken. Ja, also die Freude, die uns bewegt, das ist seine Kraft, die er uns gibt. Und das in Lukas 10, Vers 17 lesen wir dann auch, was diese 70 Jünger, als sie zurückkamen, was haben sie dann erlebt? Und die 70 aber kehrten mit Freuden zurück. Ja? Die haben das gemacht, was Gott sagte, was Jesus sagte, geht, besucht Häuser, die Städten, seid mit Menschen, erzählt über Gott, Gottes Liebe, über Jesus und tut diesen Dienst. Und die kamen zurück mit Freude, voller Freude. Die konnten so viele Zeugnisse erzählen, alles was sie da erlebt haben, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan. Und das ist so schön, wenn wir Gottes Stimme hören und das tun, was er uns sagt. Ja. Und das ist nämlich auch was, wenn wir hier so oft lernen und geprägt sind, das lesen wir auch von Lukas 11, 23.
Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, wenn wir keine Freude mehr daran haben, im Haus Gottes zu sein, in einem Familienkreis zu sein, dann werden wir sehr schnell entmutigt und ohne zu merken, fangen wir an zu meckern und zu kritisieren. Ja, kritisieren gegen Pastoren, gegen Leiter der Familiengruppe, gegen Helmer. Warum Helmer hast du mich in diesen Familienkreis reingetan? Ja? Und so schnell, Lobpreis ist so laut, Lobpreis ist so leise, der Gottesdienst ist so lang. Und warum besuchen die Pastoren uns nicht? Oder warum ist er immer da? Und ja, warum so viele Sachen kommen so schnell? Und so schnell kommen wir in diesen Fehler hinein und zerstreuen das, was so lange vielleicht gesammelt wurde. Und mit viel Arbeit, mit viel Mühe, mit viel Gebet, ja, diese Menschen wieder zurück zur Gemeinde bringen und dann mit ein paar böse Wörter werden sie wieder verletzt und verlassen die Gemeinde, verlassen ja, diese Freude an Gott zu sein. Und das ist, was wir nicht tun sollen. Ja, das habe ich das so gesehen und erlebt von anderen Menschen, die leider sowas gemacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir auch andere Menschen neben uns haben und die auch gleich unsere Augen öffnen, wenn wir selber das mit sowas anfangen, vielleicht ja, uns zu beschweren, wenn es nicht richtig ist. Und so genau, so ist es, wenn so das Zerstreuen, das was gesammelt wird. So wie diese ganzen Blätter, wenn man im Herbst ja, im Garten da die Blätter sammelt und dann kommt, gehen wir schnell den Korb holen und alles rein tun. Und dann kommt dieser Wind und wirkt das alles weg. Und dann muss man diese Arbeit wieder von vorne anfangen. Und das ist immer so schwierig. Und das ist nicht gut, wenn sowas passiert. Und das ist ein. Ja, das will ich auch in meinem Leben nie vergessen, dass wir immer mit Worte des Ermutigung kommen, mit der Freude und mit der Liebe zum Nächsten. Ja. Ja, und Punkt 3 von dieser Zeit, wo wir hier sind und die ich vieles erlebt habe und gesehen habe oder gelernt habe, das lesen wir auch wieder in Lukas, in Kapitel 7 jetzt, Vers 25. Da spricht Jesus über Johannes der Täufer und da sagt er, oder was wolltet ihr sehen? Als ihr hinausging, wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Seht die in herrlicher Kleidung sind und üppigen Leben sind an den königlichen Höfen. Oder was wolltet ihr sehen, als ihr hinausging? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende einen Boten vor deinem Angesicht, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größer Prophet als Johannes der Täufer. Der aber, der Kleinste ist im Reich Gottes. Der ist größer als er. Ja, wir kennen so viele Beispiele in der Bibel, Männer, Frauen Gottes, die Propheten, die so vieles Großes getan haben. Ja, Samuel, Elia, Elisa, Mose, Menschen, die auch wie du und ich waren ja, mit Problemen, Schwierigkeiten, aber die durch Gott vieles bewirkt haben und von Gott gebraucht wurden, Wunder getan haben und übernatürliche Dinge gemacht haben, ja, Feuer von Himmel gesendet haben und solche Sachen, denkt man, oh, ich möchte das auch so sein wie diese. Aber wenn wir hier Jesus hören dann, und er sagt, vielleicht sucht er solche Männer oder denkt er, diese Männer sind größer sind groß, ja, das waren auch große Propheten, große Diener Gottes. Aber er erwähnt hier und nennt Johannes den Täufer, der hier lesen wir Vers 7, ist unter denen, die von Frau geboren ist, keiner größere Prophet als Johannes der Täufer. Unter alle diese, die wir in der Bibel gelesen haben, ist Johannes der Täufer der Größte, ja, obwohl wir vielleicht nicht so sehen. Aber warum war er der Größte? Weil er die einfache, aber die schwierigste
Aufgabe vielleicht hatte, der hatte den Weg vorbereitet. Der Weg von Jesus vorbereitet. Wie Jesus selber sagt, er hat die Menschen diesen Weg gezeigt. Und ich habe immer gesagt, er tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Tut Buße. Ja. Kehrt um, kommt zurück zu Jesus. Oder die noch nicht Jesus kennengelernt hatten, kommt zu Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat die wichtigste Botschaft über allem gesagt, gelehrt. Und das war, was Jesus hier sagt, das ist größer als alles andere, was wir tun können. Ja? Wir können Wunder tun, wir können für andere beten, aber wir sollen erstens den Weg zeigen, die Wahrheit zeigen, den Weg, der zu Rettung führt, den Weg, der zu Jesus führt. Und das lernen wir immer wieder hier auch in der Gemeinde. Unsere Pastoren, die lehren und ermutigen uns, alle, ja, alle, die das hier in der Gemeinde sind, die haben das schon vielleicht selber erlebt oder gemacht, den Weg der Wahrheit zu folgen, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Ja, und das war wirklich etwas, was noch in Erinnerung ist, diese Mittwoch-Evangelisationen im Schlachthaus, Marienplatz, wo fast sogar bis 100 Leute da waren, ja, mit all diese gelben T-Shirts. Und das war schon, die waren da fast schon berühmt oder als eine Touristenattraktion hier in München, ja. So die Leute, was macht man in München, wenn man in München ist? Er sagt nur Mittwoch, sagt 18 Uhr, Evangelisation, CDG. Ja, da waren wir und da konnten wir auch dieses Wort predigen, Gottes Wort predigen. Und da waren wir alle zusammen. Das war so schön, ja, diese Zeit. Und das war immer ein Kampf, hinzugehen, aber als wir dort waren, war es eine schöne Zeit. Da haben wir getanzt, ja, auf Jesus und versuchten uns von den Pastoren zu verstecken, ja, weil er immer suchte, jemand zu gerade das Mikrofon zu predigen. Ja. Dann blieben wir in den Pfannen hängen und wollten uns nicht loslassen, aber der Pastor sagt, kommt, es ist deine Zeit. Und wir danken den Pastoren, dass wir so ermutigt wurden und dass wir hier heute auch stehen dürfen und Gottes Wort predigen. Ja, wir haben gesehen, so viele Bilder mehr. Ich weiß nicht, alle konnten nicht da sein, aber so viele dürften schon Gottes Wort predigen hier im Frühgebet. Ja, so viele Pastoren wurden hier ausgebildet. Ja, und das ist das, was uns, das, was mich hier in dieser Gemeinde so auch geprägt hat. Diese Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus, Liebe zu Gottes Wort und das Gottes Wort zu verkündigen. Das ist das, was wir, unsere Botschaft, unsere Aufgabe, unser Auftrag als deine Diener sind. Ja? Und das ist unser Auftrag hier. Und das sollen wir auch machen. Jede Möglichkeit nutzen, wenn wir diese Zeit haben. Oder auch wenn es uns schwierig ist, aufzustehen, den Mund zu öffnen und andere Leute über Jesus, über Gott, über die Wahrheit, über die Bibel zu erzählen. Ja, das ist nicht einfach, aber Gott gibt uns die Kraft und da sollen wir uns an ihn vertrauen, wenn wir sowas machen wollen. So die Zeugnisse von Vassil und Ronaldo, ja, wenn sie in die U-Bahn reingingen und da kam nichts raus. Ja. Die wollten, aber die Wörter waren dann fest. Aber dann kam dieses Wort von Gott und dann, einmal wenn wir das Mund öffnen, dann leitet uns Gott, ja, in seine Liebe und seine, und wir können dieses Wort verkündigen, wir können Gottes Liebe weiterbringen. Halleluja! Halleluja! Und das ist mein Gebet, ja, für mich, für meine Familie, für uns alle als Gemeinde, und ich weiß, dass wir, ja, dass alle hier auch dieses Wunsch, diesen Traum oder das auch möchten, machen, ja, Gottes Wort verkündigen. Wir wissen alle, diese schwierige Zeit, wo wir leben, es wird immer auch schwieriger werden, aber Gott hat auch nie gesagt, dass es einfach sein würde. Ja? Aber er sagt, er wird immer und ist immer mit uns, an unserer Seite. Und daran sollen wir uns festhalten und glauben und vertrauen. Er ist mit uns, er lässt uns nicht. Und wir sollen unseren Mund öffnen, bereit sein, um Gottes Wort zu predigen. Amen. Vater, wir danken dir für diesen Morgen und danke für diesen
Gottesdienst. Danke für diese Gemeinde, danke für unsere Pastoren, danke für alle, die hier sind, ja, alle Mitarbeiter, alle Diener Gottes hier. Wir danken dir für diese 30 Jahre von der CBG. Wir danken dir, dass wir so vieles schon erlebt haben, gelernt haben. Mit dir, mit Menschen, mit Geschwistern. So viele schöne Zeugnisse haben wir schon gesehen und selber erlebt. Und wir bitten, dass das noch weiter viele Jahre so ist. Dass dein Segen und deine Hand über uns weiter ausstrecken soll. Dass wir dich, deine Kraft spüren, dass wir deine Freude spüren. Dass wir deine Wunder sehen, dass wir wirklich nie aufgeben, dass dein Wort zu verkündigen, dass wir ja, dir die Kraft suchen, dass wir unsere Probleme zum Kreuz bringen können, dass du immer da bist für uns, dass du unsere Herzen kennst, dass du unsere Schwäche kennst und ja, unsere Fehler kennst und trotzdem liebst du uns so sehr. Wir danken dir, Vater, dass du mit uns bist. Segne diesen Gottesdienst noch weiter in Jesu Namen. Amen. Amen.